Mit diesem einfachen Trick wirst du nie wieder das Gefühl haben, dass du mega viel Zeit in einen Mitarbeiter gesteckt hast, ohne was wiederbekommen zu haben. Du kennst es vielleicht auch, du hast einen Mitarbeiter eingestellt, du lernst ihn 3 Monate ein und im 4. Monat merkst du, der passt nicht. Jetzt behältst du ihn noch 3 weitere Monate, ziehst ihn mit, obwohl die ganze Zeit die Arbeit schon nicht passt, nur weil du halt die ersten 3 Monate reingesteckt hast. Nach 6 Monaten und wahrscheinlich in mehreren 10.000 Euro Schaden, die verursacht wurden und die du an Gehalt gezahlt hast, merkst du, okay, es wird wirklich nichts und du kündigst. So, wie kannst du diese Entscheidung für dich eher ranholen oder eher greifbar machen? Ganz einfach. Sorge dafür, dass der Mitarbeiter in der ersten Woche schon produktiv arbeiten kann, in der ersten Woche wirklich schon Geld bringt. Wenn das der Fall ist, dann weißt du, A, selbst wenn du ihn nach 3 Wochen entlässt, weil du sagst, es passt einfach nicht, das kann ja mal sein, hast du das Geld schon verdient, was er gekostet hat? B, du siehst von Anfang an schon, wie seine Arbeitsmoral ist und wie er drauf ist. Er muss nicht erstmal wie bei vielen Betrieben 2 Monate mitfahren, bevor er aktiv mit anpacken kann. Oder macht nur so Kleinigkeiten. Und es ist außerdem sehr praktisch, weil der Mitarbeiter sich auch persönlich besser aufgehoben fühlt und wirklich einen Mehrwert leistet. Und das ist super wichtig. Schau, dass der Mitarbeiter wirklich in der ersten Woche schon produktiv arbeiten kann, dir das Geld wieder reinbringt, was er kostet, mindestens mal. Dann kannst du bessere Personalentscheidungen treffen, der Mitarbeiter ist glücklicher und du siehst schneller, in welche Richtung es geht.